In weniger als 3 Monaten, Anfang Juni, wählen wir das neue EU-Parlament. Viele von uns genießen ja die Vorteile der Europäischen Union, wie zum Beispiel eine einheitliche Währung, ungehindertes Reisen oder auch so praktische Sachen wie roamingfreies Telefonieren oder ab Ende des Jahres hoffentlich dann ja das einheitliche Ladekabel für Handys. Gleichzeitig hält sich ja das Klischee, die EU sei so ein bürokratisches Monster, ein Raumschiff, was da irgendwo ist in Brüssel und Straßburg und irgendwie auch nicht wirklich bürgernah. Bei der letzten Wahl zum EU-Parlament haben weniger Menschen abgestimmt als bei Wahlen zum Bundestag oder auch in den Bundesländern. Schauen wir doch mal genauer auf die wirtschaftlichen Aspekte der EU im Jahr der Parlamentswahl. Ich bin Christian Bollert und für diese Episode, wie man vielleicht an den Geräuschen auch hören kann, nicht im Studio, sondern auf der Leipziger Buchmesse. Ich sage erstmal herzlich willkommen hier vor Ort in Leipzig und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer unseres gemeinsamen Podcasts. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Die europäische Idee, die scheint ja nicht erst seit dem Brexit in der Krise zu stecken. Technologisch droht Europa abgehängt zu werden. Bei der geopolitischen Polarisierung zwischen den USA und China und vielleicht ja bald auch Indien erscheint die EU eher schwach, wenn man mal so draufschaut. Und die Bevölkerungszahl in den EU-Staaten, die nimmt generell eher ab. Und klar, seit mehr als 2 Jahren bedroht der russische Angriffskrieg auch noch die Sicherheit Europas. Würde mehr Akzeptanz und Wertschätzung durch die europäischen Bürger da vielleicht helfen? Ja, sagt mein heutiger Gast. Gabriel Felbermayr sagt, Europa muss sich rechnen. Das ist auch der Titel seines Buches, das er vor wenigen Wochen veröffentlicht hat. Und Gabriel Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung und Professor an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Viele kennen ihn auch noch aus seiner Zeit in Deutschland, unter anderem vom Institut für Weltwirtschaft. Seine Expertise liegt auf jeden Fall in weltwirtschaftlichen, insbesondere handelspolitischen Zusammenhängen. Und darüber schreibt und spricht er auch regelmäßig in deutschsprachigen Medien. Ich freue mich sehr, dass er für diese Episode zum Stand des Podcast-Radios Detektor FM auf der Leipziger Buchmesse gekommen ist und wir über seine Analyse hier im Brand 1 Podcast sprechen können. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Herr Felbermayr. Hallo, Herr Bollert. Herr Felbermayr, eine Kritik von Ihnen ist, wenn man Ihr Buch liest, dass Europa in der Vergangenheit zu oft halbe Sachen gemacht hat. Warum? Ja, warum? Weil es politisch anders nicht ging. Also wir haben eine Währungsunion gemacht und die ökonomische Analyse war eigentlich von Anfang an, wenn man eine gemeinsame Geldpolitik hat, dann müsste man auch zumindest Teile der Budgetpolitik vergemeinschaften. Dazu gab es aber keinen politischen Willen. Und dann hat man sich auf das Wagnis eingelassen, die halbe Sache zu machen, in der Hoffnung, das andere wird schon irgendwie kommen. Diese Hoffnung hat sich bisher nicht wirklich verwirklicht. Oder auch die Schengen-Zone, ganz ähnlich. Etwas, das sehr viele Menschen in Europa schätzen, dass man ohne große Personenkontrollen von Deutschland nach Österreich und umgekehrt reisen kann. Aber wir haben keinen wirklich effektiven Schutz der gemeinsamen Außengrenze. Ja, da hat man auch gedacht, das wird sich schon irgendwie ex post ergeben, aber hat es nicht und führt dann auch immer wieder zu Krisen und unguten Erscheinungen. Aber liegt es nicht so ein bisschen auch in der Natur der Sache der Demokratie, dass man immer nur so den kleinsten gemeinsamen Nenner findet? Ja, das ist natürlich so, vor allem wenn 27 unterschiedliche Länder und leider muss man sagen, 28 wäre besser, mit Großbritannien wäre es vielleicht noch komplexer, aber die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas, die fehlt uns, auch geopolitisch, Sie haben ja die schwierige geostrategische Landschaft angesprochen. Wir sind ein komplexes Gebilde mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Traditionen, aber man muss natürlich auch sehen, dass für Deutschland, Österreich, die Niederlande, die so zentral in Europa liegen, dass wir keinen anderen Weg haben. Nicht? Also das Wort von, es gibt keine Alternative, das sagt man ungern, aber wir sind als Europäer tatsächlich darauf angewiesen, dass dieses Europa funktioniert mit seiner ganzen Komplexität. Und darum ist auch ein Argument, das ich in dem Buch versuche zu machen, wir müssen es hinkriegen, dass wir einen wirklich paneuropäischen Diskurs schaffen. Nicht, was mich als Ich habe in ein paar europäischen Ländern gelebt und was mich da immer wieder doch sehr erstaunt und auch bedrückt, ist, dass die Debatte in Frankreich eine ganz andere ist als die Debatte in Deutschland und selbst die
öffentlichen Diskurse zwischen Deutschland und Österreich unterscheiden sich. Es gibt sozusagen nicht eine gemeinsame Befassung mit den großen Herausforderungen, die wir sehen, und dann die Frage, was braucht es da gemeinsam an Antworten, sondern die Debatten sind sehr nationalstaatlich. Da geht es um den Kirchturm im Dorf sozusagen und nicht um die um das große Bild. Und darum meine ich, müssten wir hier, wenn wir Europa weiterentwickeln, müsste man hier ansetzen. Eine Idee wäre, das Europäische Parlament mit einem Budgetrecht auszustatten. Momentan ist es eben nicht so, dass das Europäische Parlament selbstständig über Steuern und über das Geld ausgeben bestimmen kann. Und damit ist es ziemlich einsam in den Parlamenten dieser Welt. Nicht das Königsrecht, jedes Parlament ist das Budgetrecht. Der Bundestag verteidigt das natürlich mit allen Mitteln, aber auch die Landesparlamente haben diese Rechte, selbst Gemeinderäte haben diese Rechte. Und wenn wir nicht in Europa über das Geld streiten dürfen, dann werden wir keine tiefgründige politische Diskussion haben. Weil die Krümmung der Banane und andere große Projekte, ja, oder das CSDDD, ja, das Lieferkettengesetz, das sind alles sehr technisch und weit weg. Wenn man über das Geld redet, dann kriegt man die Leute am Stammtisch zur Diskussion, und das muss uns gelingen. Über welches Geld könnte man denn reden im EU-Parlament aus Ihrer Sicht? Naja, zunächst einmal ist das EU-Budget klein, ne? Das traditionell. Das heißt, wir reden hier so zwischen 0,95 und 1,02 oder so Prozent des europäischen BIP. Das ist nicht viel Geld. Wir müssten vermutlich, wenn wir über europäisches Geld reden, zunächst über europäische Projekte reden. Nicht? Weil es spricht auch wieder der Ökonom, ich halte es für eine vollkommen groteske Vorgangsweise, die sehen wir aber in Europa immer wieder, dass man zuerst sagt, lasst uns 750 Milliarden Euro von den Kreditmärkten holen, das ist das Next Generation EU Projekt, und dann überlegen wir, wie wir die 750 Milliarden vernünftig ausgeben. Dann sollen die Mitgliedstaaten Listen einschicken von Projekten, und dann prüft das eine Kommission, ja, und dann sagen wir, für dieses Projekt kriegst du das oder für dieses kriegst du nicht, ein bisschen grün soll es sein, ein bisschen digital. Ich würde eher sagen, bevor wir über das Geld reden, sollten wir über europäische Projekte reden, über europäische Gemeinschaftsgüter, von denen hätten wir viele. Das beginnt mit der Sicherung der Außengrenzen, das geht weiter über das Herstellen von paneuropäischen Infrastrukturen. Wir brauchen Stromautobahnen von Norwegen bis Sizilien, von Lissabon bis Bukarest. Wir brauchen einen großen Push bei der Schieneninfrastruktur. Wenn wir wirklich dekarbonisieren wollen, kann man nicht mehr von Wien nach Leipzig fliegen. Dann muss es aber einen Zug, eine Zugverbindung geben, wo man nicht 7,5 Stunden braucht für den Weg. Ja, das heißt, das Sie wären zum Beispiel auch, also was ich wirklich jetzt ganz persönlich seit 20 Jahren nicht verstehe, ist, warum es kein deutschlandweites oder auch europäisches Projekt gibt, was Glasfaser-Infrastruktur schafft. Solche Sachen, würden Sie sagen, das wäre wirklich ein, ich sag mal, großer Wurf? Glasfaser ist ein wunderbares Beispiel, denn das ist auch wieder ein Netzwerk. Ne? Netzwerke haben immer den Charakter, dass es sogenannte öffentliche Güter sind. Man wird nicht 2 oder 3 oder 7 Netzwerke errichten. Es reicht ein Stromnetzwerk, es reicht ein Schienennetzwerk, es reicht ein Datennetzwerk. Und das muss dann aber auch gemeinsam europäisch finanziert werden. Dann reden wir über das Geld. Und es müsste auch sehr viel stärker als bisher aus Europa heraus gedacht und implementiert werden. Was wir heute oft sehen, ist, dass europäische Gelder kofinanzieren, dann aber die Mitgliedstaaten, die Nationalstaaten, ihre Lieblingsprojekte mit ein bisschen Zuzahlung Europas umsetzen. Aber es sind nicht prioritär die Projekte mit europäischem Mehrwert. Das heißt, um jetzt mal bei meinem Lieblingsprojekt Glasfaser-Internet zu bleiben, wo ich nicht verstehe, warum das nicht passiert, das könnte zum Beispiel jetzt in Ihrer Vorstellung das EU-Parlament verabschieden, beschließen, und dann muss es halt umgesetzt werden, oder? Also wie könnte man das vorstellen? Genau, ich würde das Europäische Parlament im Driving Seat sehen. Dann wird man darüber eine öffentliche Befassung haben müssen. Die Europäerinnen und Europäer müssen dann sozusagen mit ihrem Wahlverhalten zum Ausdruck bringen, wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen. Nicht? Und wenn die Europäer sagen, wollen wir nicht, ja, dann werden wir beide das auch zur Kenntnis nehmen müssen. Es ist aber so, dass eine europäische Bereitstellung von solchen großen Infrastrukturen fast schon konstruktionsmäßig oder definitionsgemäß günstiger sein muss, als wenn wir 27 Mal nationalstaatlich umsetzen. Diese Verzwergung Europas in die Nationalstaaten, die ist nicht nur geopolitisch unsinnig, sie ist vor allem auch ökonomisch unsinnig, sie ist wahnsinnig teuer. Das heißt, wir kriegen ein europäisches Glasfasernetz, wenn wir das gemeinsam planen und gemeinsam implementieren und auch gemeinsam finanzieren, das kriegen wir billiger gemacht, als wenn wir es 27 mal neu erfinden, 27 mal neu regulieren und 27 mal neu finanzieren. Geht das in die Richtung der Tabus und Denkverbote, wo Sie sagen, die müssen mal wegfallen, was Sie auch im Buch schreiben?
Das sind alte Zöpfe, die abgeschnitten gehören. Nicht? Also wir müssen, glaube ich, das europäische Budget, so wie es vorliegt, man sagt, ja, Budgets sind in Zahlen gegossene Politik, das muss man vergleichen mit dem, was die Europäer in den Eurobarometer-Umfragen sich von Europa wünschen. Und dann stellt man fest, da gibt es ganz viele Dinge drin, für die ist im europäischen Budget kein Geld da. Die Europäer wollen Sicherheit, dafür gibt Europa nichts aus. Die Europäer wollen gute Infrastrukturen. Im europäischen Budget werden Größenordnungen von 0,01% des BIP für Connectivity, also für die grenzüberschreitende Infrastruktur, ausgegeben. Die Europäer sagen, wir wollen davon sehr viel mehr. Europa gibt immer noch sehr viel Geld aus für die gemeinsame Agrarpolitik. Das findet man in keiner Eurobarometer-Umfrage an erster Stelle. Das heißt, lassen Sie das nicht die Bauern hören. Ich würde die Bauern das gerne hören lassen. Ich will den Bauern auch gar nichts wegnehmen, nur wäre es sehr viel sinnvoller, auch sozusagen dem Subsidiaritätsprinzip folgend, zu fragen, wie will man denn in Tirol die Landwirtschaft unterstützen? Und dann hat man sozusagen für die landwirtschaftlichen Räume genau die Landwirtschaftspolitiken, die es braucht, in einem europäischen Rahmenwerk natürlich. Aber das muss jetzt nicht zentralisiert in Europa passieren. Da gibt es keinen Mehrwert daraus. Nicht? Mehrwert haben wir dann, wenn wir europäische Gemeinschaftsgüter gemeinsam finanzieren und gemeinsam aufstellen. Aber diese Umverteilung, die über die Agrarpolitik betrieben wird, oder auch Teile der Kohäsionspolitik, die das auch sehr viel Geld kostet, die kann man sich, glaube ich, sparen über die Bereitstellung öffentlicher Güter. Das ist auch zwei schöne Nebenaspekte. Der erste ist, die Bereitstellung öffentlicher Güter hilft sehr häufig den strukturschwachen Räumen. Nicht? Wenn man Infrastruktur ausbaut, dann ist das typischerweise für die schlecht erschlossenen Räume positiv, für die Grenzräume, die bisher sozusagen wenig Infrastruktur haben. Wenn man die Außengrenzen sichert, dann bringt man Mittel genau in die peripheren Regionen der Europäischen Union. Das sind genau die Regionen, die jetzt viel Direktzahlungen bekommen. Und wenn wir mehr europäisches Budget haben für die Bereitstellung solcher öffentlichen Güter, dann vervollständigt man als Nebeneffekt auch die gemeinsame Wirtschaftsunion, weil man dann neben der Geldpolitik eben auch eine gemeinsame europäische Fiskalpolitik braucht. Sie wird klein sein im Vergleich zu USA, ja, winzig immer. Ja, da kann man vielleicht von 4% des BIP träumen, das wäre schon eine Revolution. Aber es wäre jedenfalls ein Schritt auch in die Vervollständigung der Währungsunion. Also man könnte damit eine ganze Reihe von Fliegen sozusagen mit einer Klatsche schlagen. Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung in Wien, hier im Gespräch live auf der Leipziger Buchmesse in der Glashalle am Stand vom Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen in dieser Folge hier noch ein bisschen eingehender darüber, wie Europa auch nach außen attraktiver und vielleicht auch nach innen noch zukunftsfähiger werden kann. Herr Felbermayr, in Ihrem Buch schreiben Sie an mehreren Stellen oder sehr, sehr konkret, dass der Binnenmarkt entscheidend ist. Sie nennen ihn auch das Kronjuwel der europäischen Integration. Was fasziniert Sie so am Binnenmarkt? Na, zunächst einmal ist es gar nicht Faszination, sondern es sind die harten Fakten. Ja, also ich beschäftige mich seit ein paar Jahrzehnten mit den Effekten von der Integration von Märkten. Nicht? Also wenn wir uns vorstellen, der österreichische Markt wäre für die österreichischen Firmen der einzige, auf den sie Zugang hätten, wäre das klein. Sehr eng. Genau, und das hat Österreich ja auch erlebt in der Zwischenkriegszeit. Die Schaffung eines größeren gemeinsamen Marktes hat handfeste wirtschaftliche Vorteile und die lassen sich auch messen. Und wenn man sich dann fragt, woher kommt eigentlich der europäische Mehrwert oder der ökonomische Mehrwert Europas, dann ist es vor allem der Binnenmarkt. Zu 3/4 ist es der Binnenmarkt. Dann kommt ein bisschen etwas über die Schengen-Zone, auch die hilft unserem Wirtschaftsleben, weil Lkw-Fahrer an der Grenze nicht kontrolliert werden müssen. Dann kommt auch der Euro noch dazu, es kommt die Europäische Zollunion dazu, es kommen die Freihandelsabkommen der Europäischen Union, aber die sind winzig. Was wirklich einen Unterschied macht, ist der Binnenmarkt. Das ist die eine Seite, darüber sollte man sich freuen. Das ist für Deutschland ungefähr 3%, 4% des BIP wert, für Österreich 8, ja? Für kleine Länder wie Luxemburg 20. Das ist wertvoll. Was wir aber auch wissen, dass die zweite Hälfte der Forschung, die es dazu gibt, dass der Binnenmarkt noch extrem fragmentiert ist. Hätten wir an den Grenzen so leichte Übergänge, wie das in den USA zwischen Bundesstaaten der Fall wäre, dann könnte der Binnenmarkt noch sehr viel wertvoller sein. Und es gibt Kollegen, die dazu forschen, die dann Sätze also sagen. Auch eine halbe Sache. Auch eine halbe Sache, ja. Es gibt, weil wir die Infrastrukturen oft nicht haben. Nicht, dass wir haben zwar einen Binnenmarkt, ja, für den Gütermarkt, aber wir haben eine Myriade von unabhängigen, schlecht miteinander vernetzten Bahngesellschaften. Die sollen die Güter ja transportieren.
Nicht? Und wenn jetzt Italien und Österreich einen Tunnel bohren durch die Alpen, aber die Deutsche Bahn es nicht hinkriegt, die Zufahrtsstrecken auszubauen, sieht man, dass der Binnenmarkt ein schönes theoretisches Konstrukt ist, aber ohne Infrastruktur nicht liefern kann. Nicht? Deswegen ist auch das Aufbauen gemeinsamer Infrastrukturen eine Vorbedingung dafür, dass der jetzt schon so wertvolle Binnenmarkt so wertvoll sein kann, wie er zum Beispiel in den USA ist oder in China ist. Und wenn wir mithalten wollen mit diesen Wirtschaftsräumen und zukünftig vielleicht auch mit einem selbstsicheren und selbstbewussteren Indien, mit Brasilien, mit Nigeria in Afrika, werden wir diese internen Barrieren adressieren müssen. Einen sehr spannenden Gedanken in Ihrem Buch finde ich tatsächlich auch, dass Sie sagen, der Binnenmarkt, und da kommen wir jetzt auf so ein, ich sag mal, sehr deutschlandtypisches, aber auch nicht untypisch für Niederlande, Österreich, ich sag mal so ein Fable, unser Export. Wir gucken immer hier Export, das ist wahnsinnig wichtig international, aber Sie sagen, eigentlich ist der Binnenmarkt ein super Hebel, um Ungleichheiten im Außenhandel, im Export sozusagen zu regulieren oder als Korrektiv da zu sein, weil Sie sagen, es ist eigentlich viel effektiver, wenn der Binnenmarkt stark ist, als beispielsweise Zölle oder Strafen irgendwie auf andere zu belegen. Erklären Sie das mal. Ja, die Welt ist unsicher geworden, nicht? Und wir haben ja erlebt, wie Donald Trump auch europäische Unternehmen mit Zöllen überzogen hat, die dann mühsam wegverhandelt werden mussten. Wir sehen, dass sich China weiter wegbewegt von uns und wir uns weiter wegbewegen von China, dass wir international mehr Unsicherheit haben. Und die Gefahr ist, dass unsere Handelspartner Abhängigkeiten missbrauchen. Die Frage ist, wie tritt man dem entgegen? Tritt man dem entgegen durch Abschottung? Oder ist nicht die viel bessere Strategie, gerade in der Welt, in der wir aktuell sind, den Binnenmarkt zu vertiefen, ihn sehr attraktiv zu machen, sodass wir den Binnenmarkt einsetzen können als Verhandlungselement? Das passiert ja jetzt schon, indem wir sagen, wer mit uns ein Freihandelsabkommen haben will, der muss ein paar Dinge akzeptieren. Zum Beispiel, dass es keine Kinderarbeit geben soll oder dass der Tropenregenwald geschützt werden muss. Sonst gibt es kein Freihandelsabkommen. Wenn der Binnenmarkt attraktiv ist, dann werden unsere ausländischen Partner sagen, okay, das ist ein guter Deal. Wenn der Binnenmarkt fragmentiert ist, nicht wächst, ja, zersplittert ist, dann werden die sagen, na gut, eure Forderungen interessieren uns nicht, dann verzichten wir auf den Zugang zum Binnenmarkt. Also wir können den Binnenmarkt einsetzen als Verhandlungsmasse, auch um uns außenpolitisch abzusichern. Nur dafür muss der Binnenmarkt attraktiv sein. Wie machen wir das denn? Wie wird denn ein Binnenmarkt attraktiv oder attraktiver? Ja, ich komme wieder darauf zurück, dass die physischen Barrieren, die wir am Binnenmarkt haben, also Gleise zum Beispiel, exakt, dass wir da so gerade in den Grenzregionen Unterinvestments haben, das lässt sich wunderbar an den im Internet befindlichen Bahnkarten für Deutschland sehen. Ja, da kann man in Rot, Orange, Blau, Grau eingezeichnete Bahnstrecken finden. Die roten sind die Schnellfahrverbindungen, die sind alle in der Mitte Deutschlands. Ja, so ein bisschen von München nach Berlin, ein bisschen Frankfurt-Köln. Und dann gibt es weiter ausgebaute Verbindungen, Berlin, Frankfurt geht ganz gut. Aber wenn Sie dann Richtung Osten gehen von Berlin, da ist nichts ausgebaut. Wenn Sie Richtung Süden, Südosten gehen von München, da ist nichts ausgebaut. Jetzt wird ein bisschen investiert Richtung Frankreich und Richtung Schweiz. Aber in den Grenzregionen Fehlanzeige. Und das haben wir bei der Schiene, das haben wir im Straßennetz, das haben wir beim Datennetz, das haben wir beim Stromnetz, das haben wir beim Gasnetz. Und das sind alles Barrieren, die den Binnenmarkt fragmentieren. In den USA hat man das nicht. Das heißt, Sie sagen, man muss vor allen Dingen in den Grenzregionen, also häufig ja auch strukturschwächeren Regionen investieren. Genau. Es wäre sehr viel besser, dort zu investieren und diese europäischen Gemeinschaftsgüter herzustellen, statt diese Grenzregion mit immer mehr Subventionen künstlich am Leben zu halten. Das heißt, diese ganze Euregio-Ideen und so haben nicht so richtig aus Ihrer Sicht funktioniert? Doch, die haben schon funktioniert. Sie haben natürlich Wohlstand in die Regionen gebracht. Sie haben aber sehr häufig nicht dauerhafte Dynamiken ausgelöst. Und ich würde auch gar nicht sagen, die müssen weg. Ich würde sagen, was wir eben zusätzlich brauchen, sind Maßnahmen, die dann auch nicht nur in diesen peripheren Regionen Nutzen entfalten, sondern eben auch in den Hinterländern. Denn wenn das Stromnetz zwischen Deutschland und Österreich besser ausgebaut wäre, dann profitiert ja nicht nur die Grenzregion, die profitiert vielleicht an der Stelle sogar am wenigsten, sondern es profitieren die industriellen Kernregionen, die nämlich einen günstigen Strompreis haben wollen und eine hohe Versorgungssicherheit. Und durch besser ausgenutzte und besser ausgebaute Infrastrukturen kann man das erreichen. Dann hilft man sozusagen nicht nur den peripheren oder den grenznahen Regionen, dadurch, dass man Geld überweist dorthin, sondern man hilft eben dem ganzen europäischen Raum
Und das ist eben genau das Schöne an solchen öffentlichen Gütern, dass alle profitieren, während dem Transfers, die sind schön für den, der den Transfer erhält, und nicht so schön für all die, die Transfers bezahlen müssen. Sie haben vorhin auch schon so in einem Nebensatz gesagt, dass es aus Ihrer Sicht sehr schade ist, dass Großbritannien nicht mehr dabei ist. Da gibt es ja logischerweise auch viel Bedauern, ich glaube auf beiden Seiten ehrlicherweise. Sie plädieren, ich sage das jetzt mal so salopp, dafür eher pragmatisch mit der Situation umzugehen und wirtschaftliche Kooperationen einzugehen mit Ländern wie Großbritannien, aber auch der Ukraine oder der Türkei, weil Sie sagen, das ist langfristig erfolgsversprechend. Was stellen Sie sich da vor? Also wir haben jetzt, glaube ich, nicht nur am Brexit erlebt, dass diese Vorstellung one size fits all, wir haben dieses große europäische Projekt mit dem Binnenmarkt, aber auch mit der politischen Union, dass wir das sozusagen als einziges Modell anbieten, und wer das nicht will, der kriegt ein drittklassiges Freihandelsabkommen. Was wir brauchen, ist ein Zwischenschritt, dass ein Land wie Großbritannien oder eben auch die Türkei, wo wir Schwierigkeiten haben, die Schweiz, zukünftig wahrscheinlich auch die Ukraine, vielleicht auch nordafrikanische Länder, wo die teilhaben können am Binnenmarkt, ohne dass sie in eine politische Union eintreten müssen. Also wir brauchen wahrscheinlich die ohnehin schon immer wieder diskutierte und alte Idee des Europas der verschiedenen Geschwindigkeiten. Das haben wir ja zum Teil schon, was beim Brexit dann aber, finde ich, sehr unschön aufgetaucht ist, dass Europa vor allem sehr dogmatisch war. Wir haben bei der Personenfreizügigkeit, als Polen und der Ungarn, die Tschechien in die Europäische Union kamen, haben wir Übergangsfristen am Arbeitsmarkt vereinbart, 7 Jahre lang. Aber den Briten hat man keinen Fußbreit Zugeständnisse machen wollen bei der Schaffung von Sicherheitsventilen im Bereich der Einwanderung. Nicht? Und das ist, finde ich, eine ziemlich verquerte Logik gewesen. Am Ende haben wir von den 4 Freiheiten alle 4 verloren mit den Briten. Es wäre besser gewesen, man hätte bei einer ein paar handfeste Sicherheitsventile erlaubt und dafür die anderen Freiheiten in ihrer Wirkungsmächtigkeit erhalten. Und das sollten wir bei der Schweiz nicht wieder machen. Auch die Schweiz verhandelt ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union seit Jahren, das scheitert. Ja, das liegt jetzt auf Eis, man weiß nicht recht weiter. Aber es wäre eine ziemlich unschöne Entwicklung, wenn die Schweiz sich so entfernen würde, wie sich jetzt Großbritannien von der Europäischen Union entfernt. Zumal die Schweiz, wenn man Güterhandel, Dienstleistungenhandel und das ganze Investitionsvolumen zusammennimmt, fast so wichtig ist für die Europäische Union wie China. Ja, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die kleine Schweiz mit ihren 9 Millionen Einwohnern, fast so wichtig wie das große China mit 1400 Millionen Einwohnern. Es wäre also hochgradig schädlich für uns, wenn wir der Schweiz nicht was anbieten können, neben einer Art Vollintegration, die nicht wollen, aber ein Mitmachen im Binnenmarkt, wo es eben geht. Und dieser pragmatische Ansatz, den brauchen wir wahrscheinlich mit einer ganzen Reihe von großen Nachbarländern. Wenn man über Europa redet, kommt man immer und sehr, sehr schnell auch auf das Thema Bürokratie. Wenn man aber so ein bisschen rauszoomt, und das finde ich auch immer mal sehr interessant, gerade in den USA oder auch in anderen Weltregionen, spricht man da gerne auch vom Brüssel-Effekt und sagt, das funktioniert da ziemlich gut in Europa, wenn es um Regulierung geht, um Regeln, um Vorschriften. Sollten wir das vielleicht auch manchmal ein bisschen positiver sehen? Also ich würde mal sagen, der Brüssel-Effekt funktioniert dann, wenn es uns gelingt, in Europa gute Regulierung zu machen. Die muss sich ja dann exportieren lassen. Gute Regulierung ist typischerweise eine, die eben nicht mit absurd hohen Bürokratiekosten einhergeht. Europa hat das ein paar Mal hingekriegt. Ja, zum Beispiel die Europäische Chemikalienverordnung, die ist offensichtlich nicht so schlecht geworden. Es gibt aber viele europäische Regulierungsversuche, die kriegen diese Auszeichnung nicht. Die sind zu bürokratisch, und dann wird es auch nicht gelingen, sie zu globalisieren, weil kein anderes Land der Welt Interesse hat, sich diesen Bürokratiewahnsinn anzutun. Deswegen glaube ich schon, dass man gerade, wenn man den Brüssel-Effekt haben will, die Bürokratie und den Bürokratismus bekämpfen muss. Sie haben gerade auch das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten angesprochen. Bei der Debatte kommt ja auch immer mal wieder so ein bisschen das Bild der Vereinigten Staaten von Europa. Sie haben auch die Ländergrenzen angesprochen, kommt immer mal wieder auf. Nicht nur Sie halten das für unrealistisch, die Vereinigten Staaten von Europa, aber wird man nicht als Ökonom auch manchmal ein bisschen neidisch, wenn man dann sieht, dass Joe Biden mit so einem Inflation Reduction Act einfach mal so ein paar 100 Milliarden investieren kann? Die Freiheitsgrade, sozusagen die Washington DC hat und damit eine amerikanische Administration, sind viel höher als die Freiheitsgrade, die eine Europäische Kommission hat. Das ist so. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer positiv ist. Nicht? Der Inflation Reduction Act
der hat jetzt den Amerikanern einen Mini-Boom besorgt. Allerdings haben die Amerikaner auch ungefähr 6,5% des BIP-Budgetdefizit. Ja, in der Eurozone sind wir bei der Hälfte. Das ist also teuer erkauft. Und jetzt merken wir auch, in Europa werden wir die ersten Zinssenkungen vermutlich im Juni oder so sehen. In den USA eher nicht. Warum? Weil durch diese durch dieses viele Geld ausgeben in Washington die Inflation angeheizt wird. Der Inflation Reduction Act, ja, der kann viel, der schiebt auch viel an, der führt zu Investitionen, zu einer Beschleunigung der Energiewende in den USA, das ist wunderbar. Aber Inflation Reduction, genau das Gegenteil. Nicht? Und deswegen ist oft, muss man auch in Europa sagen, die Tatsache, dass wir nicht so zentralisiert sind und nicht so viel Firepower an einer Stelle konzentriert ist, das schafft uns auch Resilienz. Das führt dazu, dass wir 27 Modelle haben und wenn wir klug sind, aus diesen 27 Modellen dann wählen können. Wenn die Amerikaner ein großes Programm auflegen, das scheitert, dann scheitert das für alle Bundesstaaten. Ja, also ich glaube, aus dieser Diversität kann man auch Widerstandsfähigkeit schöpfen. Was macht Ihnen denn am meisten Mut für die nächsten Jahre, für den Binnenmarkt und die EU? Was mir Mut macht? Ja. Ah, das sind vielleicht ein paar paradoxe Dinge. Also wir sehen, dass die Mitgliedstaaten mit ihren Finanzierungsmöglichkeiten nicht auskommen. Nicht? Also in Deutschland ganz deutlich natürlich, die Schuldenbremse, die in der Verfassung steht, Karlsruhe, das sich doch sehr deutlich jetzt geäußert hat und Chaos ausgelöst hat ein bisschen in der Haushaltspolitik in der Bundesrepublik. Das heißt aber, dass man sich mehr vermutlich nach Europa orientieren wird müssen, wenn wir sagen, wir brauchen einen massiven Ausbau der Netze, dann wird man einfach, weil es die Finanzierung nationalstaatlich schwierig ist, sich fragen, kann das nicht Europa auf Europaebene besser gehen. Und dann geht es nicht nur darum, sozusagen die Schuldenbremse zu umfahren, na, das per se wäre noch kein gutes Argument, sondern es geht eben darum, dann in diesem Ansatz auch diesen europäischen Netzwerkgedanken mitzudenken. Nicht? Und dann ist allen geholfen. Dann kann man sozusagen aus dieser Schuldenmisere in Deutschland entkommen und gleichzeitig dort die Infrastrukturen aufbauen, wo wir sie auch ansiedeln müssen, weil die großen Netze gehören europäisch hergestellt und nicht sozusagen im Flickenteppich der Nationalstaaten. Gabriel Felbermayr, in dieser Folge des Brand 1 Podcasts direkt vom Detektor FM Stand in der Glashalle der Leipziger Buchmesse 2024. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Hoffnung. Sehr gerne. Das Buch von Gabriel Felbermayr, Europa muss sich rechnen, ist im Brandstätter Verlag erschienen, hat 152 Seiten und kostet 20 Euro. Zu kaufen und zu bestellen überall dort, wo es Bücher gibt, am besten natürlich in eurer Lieblingsbuchhandlung. Die Informationen dazu findet ihr natürlich auch im begleitenden Online-Artikel auf detektor.fm. Den Link packen wir für alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer natürlich in die Shownotes. Und für diejenigen von euch, die diesen Podcast schnell nach dem Erscheinen hören und selbst vielleicht zur Buchmesse unterwegs sind, wir als Podcast Radio Detektor FM sind noch bis Sonntag hier vor Ort auf der Leipziger Buchmesse. Ihr findet uns ziemlich einfach, nämlich direkt in der Glashalle auf der linken Seite vom Haupteingang. Und unsere Standnummer ist die 4, kann man sich also auch ganz gut merken. Kommt gerne mal vorbei. Die meisten von euch werden ja vermutlich nicht nach Leipzig kommen. Wer trotzdem wenig Buchmessengefühl haben will, hört einfach in unsere Podcasts rein oder noch einfacher vielleicht in unseren Livestream, denn wir senden im Wortstream täglich ab 15 Uhr live von der Buchmesse in den nächsten Tagen unter anderem mit Alexa Henning von Lange, Deborah Feldmann, Martin Sonneborn und vielen, vielen mehr. Unsere beiden Livestreams findet ihr auf der Seite detektor.fm ganz oben links beim Play-Button, in Sachsen auch im Digitalradio DAB+ und natürlich ganz klar in unseren mobilen Apps für Android und Apple. Hier im Podcast können wir uns dann am kommenden Freitag wieder hören, dann wieder ganz klassisch aus dem Studio ohne Buchmessenatmosphäre. Macht's gut, lest ein Buch und bis nächste Woche. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.